Ciao Leute, ciao von André Unger. Wie kann man ein Scam entdecken? Scam, Betrug oder sowas, es gibt so viele im Trading. Und generell kann man sagen, dass diese Fake Gurus, wie die Amerikaner das nennen, die sind überall. Die kommen und die versuchen, etwas zu verkaufen, was zuletzt gar nicht funktioniert. Aber gibt es einige Signale, wo man erkennen kann, dass die Situation nicht so klar ist? Ja, nicht nur im Trading, das gibt es generell, aber im Trading habe ich ein bisschen mehr Erfahrung, kann ich sagen. Erstmal Performance. Wenn einer kommt mit einem Versprechen von Performance, was zu gut ist, oder wenn er sagt, dass er zu viel verdient, das ist schon ein bisschen kompliziert zu glauben. Institutionelle Investoren sind mehr als zufrieden mit 20% im Jahr. Das ist unglaublich gut. So, wenn einer herkommt und mit 200%, das ist schon ein bisschen zu viel. Ja, das können Sie sagen, ja, du auch, du mit dem Wettbewerb. Ja, das stimmt. Aber meine Wettbewerbe sind Contest-Wettbewerbe. Also dort ist alles extrem. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das Day-by-Day-Trading ist etwas anders. Zweitens, wie man sich vorstellt, wenn die Leute etwas im Trading-Bereich verkaufen wollen und sie kommen mit Private Jet, Yacht, Lamborghini, schöne Mädchen und noch alles, was möglich ist und so weiter, das ist auch wieder komisch. Ich meine nicht, dass die unbedingt arm sein müssen, das wäre natürlich auch komisch, aber warum sollen sie das zeigen? Es ist ja klar, dass wenn Sie sowas zeigen, wollen Sie irgendwie uns reinziehen, weil wir auch traumen werden, genau jenes Leben zu erhalten. Das Lebensstil. Wir wollen auch ein Private Jet, ich will es eigentlich nicht, aber okay. Wir wollen auch ein Private Jet, ein Yacht und schöner Balkon mit See und Strand, alles. Ich meine, Sie wissen genau, was ich meine. Das ist nicht notwendig. Und wenn es im Video ist, dann ist es wieder etwas, was nicht so klar ist. Dann passen Sie auch auf die Leute, die erklären, warum sie das machen. Ich meine, warum lehrst du Trading? Ah, ich lehre Trading, weil ich habe so viele Leute geholfen. Es gibt so viele Leute, die mich bedanken, weil ich ihr Leben komplett geändert habe, positiv natürlich, und alles, was möglich ist und so weiter. Die sind jetzt finanziell unabhängig und so weiter. Das auch. Es kann wohl wahr sein, aber generell, das ist immer noch sehr, sehr kompliziert zu glauben. Und normalerweise, wenn diese Leute das so erzählen, ich glaube, die sind nicht komplett ehrlich. Passen Sie dann auf. Übrigens, ein Track Record, das sollte man haben. Ich meine, man soll nicht belangen, dass die Leute genau sagen, wie viel Geld auf dem Konto haben und handeln. Das mache ich auch nicht. Ich sage es nicht. Privat schon. Einige Leute habe ich das gezeigt. Aber so offensichtlich will ich nicht sagen, wie viel Geld ich handle. Und ich glaube, Sie verstehen ganz genau, warum nicht. Aber irgendwie muss man doch etwas anbieten, wo man zeigt, ob es funktioniert oder nicht. In meinem Fall gibt es die Wettbewerbe, da gibt es ein offizielles Track Record. Dort wissen wir, wie viel Geld am Anfang war, wie viel Geld am Ende und die ganze Liste von den unterschiedlichen Trades. Das ist alles offiziell und verified von den Institutionen. Wenn sowas nicht zur Verfügung steht, dann ist es natürlich ein bisschen komisch. Man muss ein bisschen Due Diligence machen und da muss man aufpassen auch. Und diese Scams normalerweise sind auch sehr gut in Psychologie. Wenn Sie auf Ihren Webseiten, auf Blogs oder so, etwas fragen, was nicht unbedingt gefällt, dann fangen Sie an zu klagen. Du konzentrierst auf mich. Du solltest auf dich konzentrieren. Du solltest auf dich konzentrieren, damit du dich verbessern kannst und nicht meine Fehler suchen. Du machst es ganz falsch. Dein Mindset ist komplett negativ. Mit so einer Antwort, sofort
fühlt man, oh je, ich bin schuld, ich habe etwas falsch getan. Und die anderen Leute auch, die das lesen, die sagen, oh, der, ich kann dann noch kommen mit so solche Fragen. Der ist ja, das ist ja klar, dass er ein negatives Mindset hat. Und mit so ein negatives Mindset kann er sicher niemals profitabel werden. Die haben das alles also so umgekehrt. Ich meine, warum? Ich habe eine Frage. Und die Frage kann vielleicht auch ein bisschen frech sein, aber trotzdem habe ich eine Frage. Warum kriege ich keine Antwort und kriege ich nur eine komplett andere Aussage, wo ich der Idiot bin, der nicht auf mich konzentriert, sondern auf die anderen Fehler. Das ist auch ziemlich üblich in mehreren Bereichen vom Trading. Ich kann auch sagen, ein Ansatz, wo das häufiger stattfindet, ist Price Action. Ich will hier nicht sagen, dass alle Price Action Gurus Scams sind, unbedingt nicht. Aber ich kann sagen, ich habe mehrere gesehen, die normalerweise sich so vorstellen, wie ich gesagt habe, und die auch so reagieren, wie ich gesagt habe. Und zuletzt, von alle diese, die ich irgendwie gesehen habe, habe ich noch keiner gefunden, wo ich ein echter Eindruck hatte, dass er echt handelt. Aber nur, dass er etwas anders macht. Da muss man aufpassen. Also ich kann keinen Namen sagen, weil es so viele gibt und es macht keinen Sinn, jetzt genau an jemanden zu sagen, ja, der ist ein Fake. Das kann ich auch nicht bestätigen. Aber ich kann nur sagen, passt auf, Leute, es ist gefährlich. Ich hoffe, diese Indikationen, die ich Ihnen gegeben habe, können helfen. Vielleicht identifizieren Sie jemanden in meiner Liste, der diese Sachen gemacht hat. Ich hoffe, das wird in jedem Fall helfen, damit Sie einige Probleme erzeugen können in der Zukunft. Das war's. Wenn das Ihnen gefallen hat, können Sie auch abonnieren meinen Kanal, so werden Sie die nächsten Inhalte kriegen. Und bis jetzt dann nicht nur sagen, ciao aus Italien von Andrea Unger. Ciao.